Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem netten Heimkinokanal. Lautsprecher, da kann man eigentlich auch abendfüllende Filme überdrehen, habe ich mir sagen lassen und habe ich auch in den letzten Jahren erfahren. Und die sehen zwar vielleicht alle gleich aus, schwarz meistens und haben in der Mitte eine Membrane, aber das Geheimnis dieser Lautsprecher, da gibt es doch schon gewaltige Unterschiede. Und wir sind ja nun mal auch jetzt autorisierter DALI-Partner und es freut mich sehr, dass Herr Hagemann hier eingetroffen ist. Sie vertreten nämlich DALI hier in Deutschland, ne? Richtig? So ist es, ja. Meine Aufgabe ist es, DALI in Deutschland dementsprechend zu begleiten. Das hat er aber nett gesagt, zu begleiten. Also er hat uns schon heute Morgen sehr gut begleitet, denn er hat uns einiges mitgebracht, um nochmal die Besonderheiten von DALI zu präsentieren. Fangen wir mal vorne an. DALI ist was für ein Hersteller? Aus welchem Land? Es ist ein dänischer Hersteller. DALI steht für Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Also der Name ist Programm. Und wie lange gibt es den schon? Nahezu 30 Jahre. Wir feiern nächstes Jahr mal wieder runden Geburtstag. Oh, da wird schon bestimmt gut gefeiert, denke ich mal, ne? Wir hoffen mal, ja. DALI hat ja nun in den letzten Jahren auch in der Heimkinoszene, was wir nun mal im Wesentlichen vertreten, sage ich mal, einiges an neuen Produkten präsentiert. Und was sind so die Besonderheiten von DALI? Was ist so die Philosophie bei DALI? Weil eigentlich hat ja jede Firma eine Philosophie. Ja, wir haben bei DALI verschiedene Bauteile in unserer Philosophie. Wir wollen mit unseren Möglichkeiten und mit unserer Rezeptur natürlich den möglichst besten Lautsprecher bauen, wohl wissend, dass es den besten Lautsprecher gar nicht gibt. Das heißt, wir haben uns einige Punkte herausgesucht, wo wir sagen, das spricht für DALI, das ist DALI. Dazu gehört, dass wir, und das ist der wichtigste Punkt sicherlich, wir wollen eine möglichst natürliche Klangwiedergabe haben. Was wir mit diesen verschiedenen Punkten dann nach unserer Philosophie erreichen. Und die wären dann welche? Die sind beispielsweise darin begründet, dass unsere Treiber, unsere Lautsprecher, also die Treiber, die in den Lautsprechern drin sind, möglichst reibungslos sind. Mechanische Reibung behindert immer etwas. Mechanische Reibung braucht einen Antrieb. Und wir versuchen, diesen Antrieb, diesen Widerstand so gering wie möglich zu halten. Das können Sie ganz einfach rausfinden, indem Sie sich also beispielsweise mal so einen Treiber nehmen und in diese sogenannte gummierte Umrandung, diese Gummisicke eindrücken. Dann werden Sie bei uns einen relativ geringen Widerstand feststellen. Andere Hersteller haben eine andere Philosophie, da ist der Widerstand sehr viel höher. Aber zum Verständnis, jeder Widerstand muss bewegt werden. Und das ist in dem Falle dann der Verstärker, der also das Ganze würde ich mal sagen, wenn ich jetzt nach Hause fahre und meinen Lautsprecher mal die Abdeckung abmache und ich drücke mal drauf und merke, Mann, das ist aber richtig fest, ist das, dass das schon ein gewaltiger Unterschied wäre. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Denn hier habe ich schon gemerkt, das ist ja ganz anders von dem Gefühl her und auch von dem Ganzen. Und dadurch haben wir unter anderem die besondere Charakteristik erreicht, die DALI eben von der Philosophie her hat. Ja, klar. Das ist also ein Teil, ein Bauteil. Es ist ein Baustein. Also wenn ich mir so einen Treiber angucke, dann sehe ich ja relativ schnell, dass es dort viele verschiedene Punkte gibt, an die ich ansetzen kann. Ein wichtiger Bauteil ist sicherlich auch die Membran. Wir haben eine Papiermembran, die mit Holzfasern verstärkt ist und dann so ein leichtes rötliches Coating bekommt. Mhm. Papier ist ein natürliches Material, was wiederum eine natürliche Klangwiedergabe unterstützt. Jedes Material hat Vor- und Nachteile, aber für uns, es ist sehr leicht, es ist sehr flexibel. Also ich muss auch hier wieder relativ wenig Energie aufwenden, um das Ganze in Schwingung zu bekommen. Für uns ist dieses Membran derzeit für das, was es am Markt befindlich gibt, das Nonplusultra. Allerdings, es ist sehr schwer zu verarbeiten. Also man muss genau wissen, was man tatsächlich will bei dieser Geschichte. Man kann nicht einfach dahergehen und irgendwie ein Stückchen Papier nehmen und ein paar Holzfasern draufkleben. Damit hat man nichts erreicht. Man muss genau wissen, wie man dieses verarbeiten kann. DALI hat in der Produktion, die ja größtenteils in Dänemark stattfindet, die ganzen Arbeitsschritte auch weitgehend unter einem Dach. Also das sind wirklich Komponenten, die auch dann bei DALI komplett produziert werden. Es sind Komponenten, die bei DALI größtenteils produziert werden. Es wird alles von uns entwickelt dementsprechend. Also es ist sicherlich für ein Produkt, was in einer großen Stückzahl läuft, wie beispielsweise aus der Zensor-Serie, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, ein anderes Thema als für eine neue Referenzserie wie beispielsweise Epicon, wo ich auch was mitgebracht habe, wo aber auch die komplette Treiberproduktion mittlerweile im eigenen Hause läuft. Also das, was andere Hersteller, was ja im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit oder auch Globalisierung ein Thema ist, wo es immer heißt, ich möchte outsourcen, ich möchte das Ganze nach draußen geben, sind wir gerade einen komplett anderen Weg gegangen und haben uns die Produktion ein Stück weit natürlich damit auch die Probleme, aber das Ganze ins eigene Haus geholt und haben dadurch extrem viel dazugelernt. Über bestehende Produkte, aber eben auch über neue und neue Technologien. Gut, jetzt schaue ich mir das gute Stück mal weiter an. Was gibt es sonst noch vielleicht an Besonderheiten hier? Oder gucken wir uns mal eine andere an. Was ist vom Hochtöner her beispielsweise, den ich hier gerade sehe? Das ist ja nochmal mit das
sicherlich auch nicht gerade unwesentliche zweite Teil. Also das, was, Sie haben ja jetzt einen Mitteltieftontreiber in der Hand, was immer für uns ein wichtiger Punkt ist, das soll möglichst alles frei sein. Das heißt, Sie finden dort einen relativ schlank designten Korb. Ja. Das ist dieses Metallkörbchen, was wir dort sehen. Das heißt, die Luft kann sehr gut zirkulieren. Wir haben die Philosophie, dass unsere Lautsprecher auch innen im Lautsprecher selbst relativ frei sein sollen, um einen Luftfluss gewährleisten zu können. Denn es hängt natürlich auch mit der Philosophie zusammen, es geht ums Timing, das heißt um die Wiedergabe des Tons, die der Lautsprecher bringen soll, in den verschiedenen Frequenzbereichen, die Zeitkohärenz. Und da ist natürlich, wenn wir einen Lautsprecher haben mit einem Bassreflex, dann müssen wir natürlich auch dort auf das Timing, auf die genauen Spezifika achten. So, wenn ich alles im Lautsprecher in Anführungsstrichen leer habe, kann ich das Ganze sehr viel besser beeinflussen, weil ich der Luft weniger Widerstand entgegensetze, als wenn ich das Ganze mit Dämmmaterial füllen würde oder mit Verstrebung oder über Kreuzverstrebung oder dergleichen. Überall würde ich Widerstände aufbauen. Unserer Philosophie nach sollte das Ganze möglichst frei sein. Und dann können wir uns nämlich speziell auf die Treiberarbeit beschränken, in Anführungsstrichen, damit wir eine möglichst gute Wiedergabe haben. Und dann zum Hochtöner? Zum Hochtöner. Bei uns findet man die Gewebekalotte oder auch Seidenkalotte genannt, die oftmals überdimensioniert ist, also gegenüber den Standards, die es so im Markt gibt. Für uns ein Thema, weil auch dort jedes Material Vor- und Nachteile, aber auch dort ist der Punkt, es ist eine möglichst eine natürliche Klangwiedergabe gegeben. Das ist für uns einfach ein wichtiger Punkt. Und da ist es so in den verschiedenen Serien, und Sie wissen ja mittlerweile, es gibt verschiedene Serien bei Dali. Das habe ich auch verstanden, ja. Und die sehen nicht nur äußerlich anders aus, sondern es sind auch eine Menge innere Werte, die sie unterscheiden. Exakt. Hm? Und da haben wir jetzt, ja, gut gelernt, wunderbar. Ja, okay. Da haben Sie jetzt einen Treiber aus der Fasson F5 in der Hand gehabt. Ja. Hier habe ich den passenden Hochtöner dazu. Und da sehen wir eben beispielsweise auch auf der Rückseite, hier haben wir auch wiederum das Ganze nicht für die Steifigkeit oder für irgendwelche Temperaturen als Kühlkörper, alles Quatsch. Das dient einfach nur der Luftflussoptimierung. Denn auch hier finden ja Luftströme statt. Es ist keine separate Kammer, es ist alles in einem Lautsprecher drin. Und hier brechen wir die dementsprechenden Wellen. Da haben Sie wohl ein paar Aerodynamiker auch im Team, was? Wir haben tatsächlich verschiedene Ingenieure aus verschiedenen Breiten. Es geht nicht nur darum, dass es alles Audio-Freaks sein müssen. Ja. Wir haben jemanden dabei, der hat speziell Netzteile in Satelliten designt. Der arbeitet heute in der Subwoofer-Entwicklung. Kann nicht so schlecht sein. Würde ich auch sagen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin auf Dali jetzt nochmal besonders aufmerksam geworden, als ich diese Lautsprecher in einer Werbung gesehen habe. Die fand ich ja richtig klasse, weil erstmal sehen die gut aus und zweitens, ich habe da keine Kabel gesehen, die hingen nämlich an der Wand. So, fangen wir mal mit dem Lautsprecher an sich an. Warum ist der so, wie er ist? Und der ist ja auch verdammt schwer. Ja, das ist aus der Fasson-Serie der LCR. Das ist, wie bei dem kleineren Bruder, den wir hier haben, ein Aluminium-Druckgussgehäuse. Das heißt, das hier ist nicht irgendwas dahergelaufenes, sondern das hört man auch sehr schön, das ist richtig massiv gemacht. Der große Vorteil von so einem Aluminium-Druckgussgehäuse ist, ich habe keine parallelen Wände, ich habe keine stehenden Wellen da drin. Das heißt, ich reduziere die Gehäuseresonanzen. Ich habe ein extrem steifes Gehäuse, was es mir dann erlaubt, auch mit einem gekapselten Gehäuse, das heißt, wir haben ja hier keinen Bassreflex, so wie bei anderen Lautsprechern, aber mit einem extrem kleinen Gehäuse und mit den kleinen Treibern da drin ein recht ordentliches Bassfundament auch zu zaubern. Klar, ich brauche da irgendwo im Surround-Betrieb immer einen Subwoofer dabei und ich hätte vielleicht auch gerne im Audiobetrieb dann das Ganze als 2.1-System, aber für das, was der kleine Lautsprecher kann, ist das schon erheblich. Jetzt ist Aluminium ja auch nicht ganz so einfach verarbeitender Werkstoff, ne? Das war wohl ziemlich aufwendig, ne? Das war ziemlich teuer im Ganzen, ja. Also als ich die Modellkosten für die Produktion gehört habe, bin ich hinten übergekippt und wir haben nun mittlerweile in der Fasson-Serie einmal den kleinen, dann diesen LCR, den ich links, Center, rechts, dafür steht ja LCR, an der Wand montieren kann. Beziehungsweise dann auch später kommen wir noch drauf, auf die Fasson F5 als Standlautsprecher. Das Schöne, was Sie ja schon bereits sagten, ich kann das Ganze an der Wand kabellos montieren. Und da haben wir beispielsweise beim LCR so ein wunderbares Teil dabei. Das ist der Wandanschluss. Ich kann also von hinten mit den Kabelenden hier reingehen. Also durchführen? Entweder durchführen oder ich komme direkt aus der Wand. Mhm. Dann wird das Ganze an die Wand geschraubt und dann nehme ich das gute Stück. Und es ist nicht so leicht, ja? Und dann wird das einfach aufgeklickt und jetzt ist es fest.
Das heißt, das, so habe ich es auch im Foto gesehen, so war das Ganze an der Wand befestigt. Exakt. Und gerade wenn man natürlich jetzt in der Planung ist und sagt, ich möchte gerne einen Lautsprecher an der Wand befestigen, ist es natürlich genial, weil dann kann ich sagen, okay, pass auf, mach die in 2 Meter Höhe, da ist das Kabel, was da rauskommt und es verschwindet direkt da drin, ich sehe gar nichts mehr am Kabel. Und ja, sieht ziemlich cool aus. Aber es gibt trotzdem noch weitere Halter. Ne? Das Ganze ist auch ein bisschen modular aufgebaut, wenn man möchte. Richtig, ne? Das ist ja jetzt, der ist jetzt hier, klar. Das ist der kleine, dazu gibt es dann eben optional noch einen Bodenständer. Ja. Aber wir haben eben auch den kleineren, den Fasson Satt. Vielleicht können wir kurz den Unterschied dazu zeigen. Beim LCR ist es so, dass wir haben die Magnethalterung mit dem Grill. Wir haben hier 2 Mitteltieftontreiber und die große Kalotte in der Mitte. Mhm. Und das kann man hier schön im Vergleich sehen. Das heißt, wenn ich mal den LCR nehme, dann habe ich dort einen Mitteltieftontreiber weniger. Mhm. Ist aber für das Thema Rear, also hintere Lautsprecher, eine gute Lösung. Mhm. Und hierbei, und das ist ein bisschen anders, der kommt automatisch mit dem Tischständer. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ganze auf den Tisch stellen, dann sieht das Ganze praktisch so aus und ich habe eine Kabelführung, die ich durch den Ständer laufen lassen kann. Aber, und das liegt eben immer im Ermessen des Kunden oder hier vom fachkundigen Installateur, er nimmt einfach diese Wandhalterung, habe wiederum das gleiche Thema, ich kann die Kabel hinten von der Wand ausführen oder von unten. Und dann wird der Lautsprecher dementsprechend vorne darauf montiert, genau. Das heißt, ich muss einfach mit dem Imbusschlüssel diese Sache hier abmachen in dem Fall und dann wird das dann exakt, nachher dann exakt, geschraubt. Das ist es. Und dann habe ich hier eine kleine Madenschraube, mit der ich das Ganze wieder befestige. Also, wenn er aufgesteckt ja, ist, verstanden. Das Ganze. Ne? Und das Schöne ist an dieser Geschichte, hier habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze dementsprechend zu schwenken und einzuwinkeln. Das mache ich bei dem Lautsprecher hinten. Ich habe ein Kugelgelenk und ich habe ein Arretierungsrad. Das ist ja genial, ne? Das wird einfach losgeschraubt und dann kann ich das Ganze dementsprechend hier bewegen. Also der ist nicht ganz gerade nach vorne am Abstrahlen, weil er gerade an die Wand kommt, sondern ich kann wirklich über dieses Kugelgelenk den perfekt ausrichten. Genau so ist es. Ja, hat sich was einmal dabei gedacht, ne? Also wir haben versucht, eine Menge miteinander zu vereinen. Ich kenne kein vergleichbares System, was so gut ist in der Perfektion, was der Installation angeht, was so sauber aussieht natürlich, sieht sehr schick aus. Diese Gitter hier, die gibt es dann auch in verschiedenen Varianten. Wir haben jetzt hier so ein silbergraues, würde ich mal behaupten. Ne? Genau. Dann haben wir ein schwarzes hier. Exakt. Gut, okay. Gibt es noch mehr Farben? Nein. Gut, okay. Aber das sollte für die meisten Wohnzimmer reichen, ne? So, davon gehen wir aus, ja. Kurvenstar aus Dänemark lese ich hier. Da denke ich als erstes Brigitte Nielsen, aber in dem Fall waren es die Lautsprecher, ne? Ja. Also die Stereo hat hier berichtet, außergewöhnlich. Dann habe ich die Stereo Play, die hat berichtet, dass das neben dem Design, Form und Klang absolut außergewöhnlich sind. Die Frankfurter Allgemeine, hört, hat auch berichtet und zwar auch in höchsten Tönen gelobt. Aber da haben die nicht nur den hier gehört und gesehen, sondern da gibt es auch noch einen großen Bruder, so würde ich das jetzt mal bezeichnen wollen. Ne? Fasson F5, den Standlautsprecher aus der Fasson-Serie. Ja, was zeichnet ihn aus, außer dass er natürlich wirklich sexy aussieht? Insbesondere zeichnet ihn die Größe aus, weil ich habe noch nie so viel über einen Lautsprecher gehört, wie über diesen, wo über die Größe gerätselt wurde. Als wir die ersten Bilder publiziert haben, hieß es, ich habe mir größer vorgestellt, ich habe mir kleiner vorgestellt. Er ist so, wie er ist, einen guten Meter hoch. Das kommt einem nicht so ganz so groß vor, weil er relativ schmal ist. Also ich würde mal sagen, insbesondere für die weiblichen Käufer ein Thema ist. Ja, weibliche Rundung hat er auch. Weibliche Rundung, ja. Also ich meine, von vorne ist er hübsch, von der Seite kann man ihn auch gut anschauen. Was sich hier wiederholt zum Thema der Fasson-Serie, was wir ohnehin schon angesprochen haben, auch hier haben wir ein Aluminium-Druckgussgehäuse. Das macht das ganze Stück auch rund 17 Kilo schwer. Komplett Aluminium? Komplett Aluminium. Okay, und dann weiter? Also, das gleiche Thematik wie eben. Wir haben keine stehenden Wellen. Mhm. Wir können mit einem sehr schlanken Korpus arbeiten, kommen aber vom Bassbereich ziemlich weit runter, wo die Kunden. Das habe ich, das hab ich auch gehört. Also ich dachte zuerst, da wäre ein Bass im Hintergrund am Laufen. Das war aber gar nicht der Fall. Nee. Ne? Nee. Es sind tatsächlich dann nur die beiden Lautsprecher gewesen, die man gehört hat und kein Subwoofer, der als Unterstützung gedient hat. Also wir reden zwar immer über 5.1 und als ob man diese Lautsprecher, die wir haben, nur für 5.1-Systeme nutzen können, aber es ist wirklich auch ein reines Stereo-System, auch genauso nutzbar. Und da kann ich mir den Subwoofer echt ersparen. Ne? Absolut. Je nachdem, wie der Raum ist von der ganzen Größe. Und, also wenn Kunden uns fragen, heißt es von meiner Seite als Ratschlag, probieren Sie es als 2.0 aus, als Stereo. Ja. Wenn es Ihnen nicht reichen sollte, können Sie es immer noch ergänzen, aber Sie brauchen nicht von vornherein noch einen Subwoofer dabei. Werden sehr überrascht sein. Also bislang sehr positiv, ja. Jetzt haben wir aber auch hier neben diesen inneren Werten und auch dieser tollen Form, dem Material, nochmal eine Besonderheit, was das Design und die Funktionalität angeht, ne? Genau. Also wir haben ja schon gesagt, bei den anderen Fasson-Lautsprechern, wir verlassen die Kabel verschwinden und die Möglichkeit haben wir hier auch. Wenn wir uns das mal angucken, haben wir hier unten das Terminal, wo wir dementsprechend mit den sogenannten Bananenstecker das Terminal einfach bedienen können. Wie gehabt. Aber für denjenigen, der die Möglichkeit hat oder der die Kabel nicht sehen möchte, der kann das Ganze auch von innen bedienen. Das heißt, wir haben hier 2 Klemmen, dementsprechend für lose Kabelenden,
die ich von unten, jetzt muss ich mal kippen. Da komme ich vom Fuß, ja. Ja, da komme ich vom Fuß, da komme ich von unten, ja. Kann ich das Ganze hier einführen. Wenn ich einen doppelten Boden haben sollte, so wie unser Podest hier gerade, kann ich es direkt von unten kommen oder ich nehme eben diese Ausführung und lasse das Kabel hier drin verschwinden. Also, wir werden demnächst deutlich mehr doppelte Böden empfehlen, weil dann haben wir gar keine Kabel mehr, die wir irgendwo sehen können, weil in der Kombination ist es absolut perfekt. Ja, und wenn ich das Ganze von unten bediene, dann haben wir hier so zwei Gummistecker dafür und dann sieht man das Ganze auch nicht mehr. In welchen Ausführungen gibt es denn, was die Optik angeht? Schwarz und Weiß ist in Hochglanz ist der Standard und wir haben als Sonderfarbe unser Dali Rot dabei. Das macht das Ganze nochmal als Blickfang auch durchaus in dem Wohnzimmer. Schon gewagt. Aber sieht gut aus. Aber es sieht gut aus, ja, jawohl. Ja. So, da gibt es dann auch die Möglichkeit, wobei das ist echt die Frage, ne? Ob man das unbedingt davor setzen möchte. Das würde man dann hier einfach davor klipsen. Genau, das ist magnetisch gehalten, der Frontgrill, der jetzt in der weißen Ausführung, also optional mit dieser sogenannten Eisfarbe daherkommt oder eben dann auch in ganz normal schwarz. Wenn ich mir jetzt mal so die ganzen Unterlagen anschaue, was ich natürlich jeden Abend hier momentan gemacht habe, dann sehe ich ja, dass da schon ein ziemlich großes Produktprogramm ist. Mhm. So, und wir haben uns ja auch entschieden, die Mentor ins Programm zu nehmen. Mhm. Das habe ich unseren Jungs da mal zugehört, die bettelten schon regelrecht und sagten immer, soll ich machen? Ich habe es getan, ich muss sagen, hat mich schon auch sehr überzeugt. Die Mentor haben wir jetzt so hier stehen. Wenn ich mir das jetzt mal im Detail anschaue, sehe ich, dass da, ich sag mal salopp, im oberen Bereich des Lautsprechers das etwas anders aussieht als sonst. Da ist auch was Rechteckiges. Mhm. Die Jungs haben mir gesagt, Bändchenhochtöner nennt sich das Ganze. Also genauer gesagt, so, der Dali-Hybrid-Hochtöner. Der Dali-Hybrid-Hochtöner. Exakt. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Was ist das Besondere? Also das Besondere, wir haben jetzt mal hier ein Beispiel aus einer anderen Serie dabei, aber der Dali-Hybrid-Hochtöner versucht, die beiden Vorzüge von einem Kalottenhochtöner mit einem Bändchenhochtöner zu vereinen. Das heißt, ab einer bestimmten Herzzahl, die irgendwo, je nachdem wie der Kalottenhochtöner aufgebaut ist, 11.000 Hertz sein mag, wird diese Kalotte die Ausrichtung der Musik ziemlich genau auf die Achse bündeln. Das heißt, nur noch wenn man direkt davor sitzt, hat man das ganze Optimum. Vorher bei niedrigeren Frequenzen strahlt das Ganze breit ab, wunderbar. Aber plötzlich bei 11.000 Hertz, und das ist physikalisch bedingt, bündelt das Ganze sozusagen auf die Achse. So. Also wenn ich auf meinem Lieblingsplatz wäre, würde meine Frau leider Gottes das schon etwas anders vernehmen, weil die rechts oder links von mir sitzt. Ja, Herr Schappert, jetzt sind Sie ja natürlich schon ein Stück weiter, weil Sie wissen ja mittlerweile, da die Lautsprecher rechtwinklig zur Wand aufstellen. Es gibt ja viele Lautsprecherhersteller, die geben ausschließlich die Empfehlung, bitte den Lautsprecher auf den Hörplatz einwinkeln. Ja. Das ist das, was wir auf Achse hören nennen. Wir sagen, nein, bitte nicht, unsere Lautsprecher sind anders aufgebaut. Bitte die Lautsprecher rechtwinklig zur Wand aufstellen, weil, und jetzt kommen wir im Hochtonmodul dazu, wenn das Ganze hier vorne auf die Achse bündelt, dann schießt das sozusagen an mir vorbei. Das ist ja auch nicht gewünscht. Aber in dem Bereich setzt das Bändchen ein. Und in diesem Bereich, wir haben hier ein Bändchen, oder genauer gesagt einen kleinen Magnetostaten, der eine Linse hat. Das kann man hier erahnen. Hinter diesem leichten Gitter gibt es eine schwarze Kunststofflinse. Und die ermöglicht wiederum eine breite Abstrahlung. Punktum. Was bringt uns das Ganze? Wir wollen einen möglichst breiten Hörplatz. Die Lautsprecher werden rechtwinklig zur Wand aufgestellt. Das habe ich jetzt mehrfach betont. Aber wenn ich das Ganze auf Achse höre, dann habe ich einen Hörplatz. Wenn die an mir vorbeischießen und also die Hochtöner jetzt beziehungsweise breit abstrahlen, schaffe ich es, einen größeren Hörplatz oder sogar mehrere Hörplätze zu schaffen, wo alle mehr oder weniger das gleiche Klangerlebnis haben. Das ist natürlich gerade im Thema Surround ein sehr angenehmes Thema, weil ich möchte ja nicht unbedingt allein im Kino sitzen, sondern ich möchte das Ganze mit meiner Familie oder Freunden und Bekannten erleben. So, und wenn alle plötzlich ein wunderbares Klangerlebnis haben, super. Damit haben wir das Ganze sozusagen gelöst. Das ist zwar jetzt nicht unser Hauptzielpunkt gewesen, dass wir einen großen Klangraum in einem Heimkino haben wollen, aber es ist für uns immer ein Thema gewesen, wir möchten einen größtmöglichen Hörplatz haben. Also ich will das mal aufnehmen. Also jeder kennt ja, wenn man jetzt mit Lautsprechern zu Hause, die man da aufgestellt hat, seine Stereomusik hört, dann ist es ja nicht gerade selten, dass man immer noch das Gefühl hat, da sind eigentlich zwei am Singen. Einer kommt rechts, einer kommt links aus dem Lautsprecher raus. Das, denke ich mal, werden viele nachvollziehen können. Und als wir hier die Lautsprecher in unseren Räumen aufgebaut haben von Dali, ist mir aufgefallen, ich hatte ehrlicherweise gedacht, da ist in der Mitte ein Center. So, der Center war nicht da. Jetzt kenne ich noch die Schaltung Phantom Center aus der Zeit von Dolby Surround und Co., wo nicht jeder seinen Center da installieren konnte. Dann wurde so ein Mittensignal simuliert. Das war aber natürlich nicht der Fall bei uns.
Das hat für mich also wirklich ein ganz interessantes und auch wirklich sehr gutes Klanggefühl sich gegeben, denn das wurde so weit aufgebaut, man sagt ja dazu gerne Bühne, das war eine wirklich breite Bühne, wo ich aber das Gefühl hatte, dass der Sänger oder die Band, wer auch immer, relativ mittig zwischen meinen beiden Lautsprechern steht. Das ist wohl doch wirklich eine Besonderheit oder eine besondere Charakteristik von DALI-Lautsprechern, ne? Das ist richtig. Genau das. Ich habe eine breite Abstrahlung bei der Geschichte. Ich schaffe es, ein stimmiges Klangbild zu reproduzieren und schaffe es dann auch, eine Bühne zu zeigen. Und wenn ich das Ganze auf die Spitze treiben möchte, und das ist ja durchaus möglich für den einen oder anderen Audiophilen da draußen, der kann exakt für sich visuell sozusagen die Sängerin in der Höhe, in der Position auf der Bühne zeigen. Also das hat uns dazu erwogen, dass wir gesagt haben, bringt mal eure Lautsprecher mit. Also jemand, der sich bei uns neue Lautsprecher anhören möchte und jetzt speziell mal auf die DALI neugierig geworden ist, was wir auch sehr hoffen jetzt, kann mal ruhig mal seine zwei Hauptlautsprecher mitbringen. Wir bauen die parallel auf, wir gehen mit der Direktschaltung rein und können absolut vergleichen zwischen den DALI-Modellen und eben den eigenen Lautsprecher. Und ich bin sicher, da wird sich der eine oder andere echt wundern, was er in der Vergangenheit vom Klanggefühl verpasst hat. So würde ich es mal bezeichnen wollen. Ja. Also was die Genauigkeit angeht. Ja. Wir sind jetzt mal in unser großes Studio mit unserer 3,30 Meter schalldurchlässigen Leinwand und mit unserem schönen 4K-Projektor und jetzt mit wunderschönen DALI-Lautsprechern ausgestattet, die wir jetzt hier hintergestellt haben. Allerdings haben wir auch mal einen nach vorne geholt. Das ist jetzt hier der Icon. Icon 6, genau. Icon 6. Und der Icon 6 ist ja schon dann so die obere Kategorie innerhalb der DALI-Produktlinie, ne? Ja, also wir sind hier schon durchaus im audiophilen Bereich. Mhm. Für uns ist immer wichtig, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Und Icon-Serie ist halt die erste Serie, die diesen Hybrid-Hochtöner drin hat, mit dem wir eben schon zu tun hatten. Wobei Preis-Leistungs-Verhältnis sagt ja eigentlich jeder. Das heißt, es gibt verschiedene Preiskategorien, wo ihr sagt, in dieser Kategorie bis 1.000 oder bis 2.000 oder bis 3.000 Euro, da wollen wir das Bestmögliche anbieten. Genau. Wo liegen wir hier? Hier liegen wir im Paarpreis bei 1.500. Paarpreis bei 1.500? Ja, das ist aber doch schon ganz attraktiv, ne? Das ist attraktiv. Weil das ist ja auch eine Menge Lautsprecher, habe ich da festgestellt. Von außen her sehr gut verarbeitet. Das sind jetzt keine Kärtchen, die man hier so von, weiß ich nicht, Stern-TV oder so kennt, sondern das sind jetzt sogar die Dekore. Da haben wir von euch oder von Ihnen ein paar Muster bekommen. Ja. Damit kann man mal demonstrieren, welche Farbvarianten es gibt. Wir haben uns jetzt mal für das schöne Weiß entschieden. Und ja, wenn ich mir den Lautsprecher jetzt genauer anschaue, dann kommt auch wieder mein Hybrid-Hochtöner zum Vorschein. Exakt. Ist der genauso wie der, den wir vorhin gesehen haben? Ja, ne? Ja, also das Wirkungsprinzip ist das gleiche. Mhm. Wobei in den Serien, wo der eingesetzt wird, schon die Materialien unterschiedlich sind und es ist auch immer eine andere Abstimmung. Aber auch hier gilt wieder, Kalotte und Bändchen spielen dort zusammen und machen eine möglichst breite Bühne bei der Sache. Für wen würde ich so einen Lautsprecher jetzt am besten auswählen? Wer sollte sich angesprochen fühlen? Wenn er sagt, ich will einen Lautsprecher haben, wer sollte sich mal mit dem besonders hier beschäftigen, mit dem Lautsprecher? Das ist der Kunde möchte schon eine wirklich gute Klangwiedergabe haben bei einem überschaubaren Budget. Das darf man ja nicht vergessen, wir sind in der Branche unterwegs, da geht es nach oben, gibt es keine Grenzen. Aber hier sind wir in einem Bereich, der kann sich eine schöne Anlage zusammenstellen oder eben auch ein schönes Heimkino zusammenstellen. Wir haben ja verschiedene Modelle in der Icon-Serie. Das ist nun der mittlere Standlautsprecher, da gibt es noch einen drüber, da gibt es noch einen drunter. Da kann ich natürlich auch ein schönes Surround-Set draus bauen. Und je nachdem, wie der Kunde eben geartet ist. Uns ist es einfach wichtig, in der Preiskategorie was Außergewöhnliches zu zeigen. Und das heißt nicht nur klanglich, das soll optisch ansprechend sein, das muss eine erstklassige Verarbeitung sein. Und natürlich stellen wir uns mit unserer Klangphilosophie so ein bisschen heraus. Wir für uns selbst. In dem Markt. Also das waren noch die Lautsprecher, wo ich von erzählt habe, dass die, als die uns hier aufgebaut wurden, wo ich dachte, hier wäre der Center an und der war eben nicht an oder im Phantom Center, wie auch immer. Also das waren diese Lautsprecher, aber wie gesagt, bei den anderen ist es ähnlich vom Effekt her. Jetzt haben wir hier noch den kleinen Bruder, ich gehe mal kurz aus dem Bild oder bin auch drin. Ja, das wäre dann auch eine Variante beispielsweise als rückwärtigen Lautsprecher einzusetzen. Genau. Oder ich kann mir natürlich auch, wenn ich möchte, vier von denen holen, habe dann vier kompakte und den entsprechenden Center. Genau, den entsprechenden Center und den Subwoofer aus der Serie und dann kann ich schon glücklich sein. Da haben wir auch noch was in der Hand, ne? Das ist eins von diesen Bauteilen hier. Genau, sein, ne? Genau. Ne? Das ist erschreckend gleich sozusagen. Nein, das ist einfach ein Treiber aus der Icon 6. Wir haben ja eben schon mal über die Philosophie von uns gesprochen und die Philosophie kann man eben auch an diesem Treiber dementsprechend sehen. Vom Prinzip her, in Anführungsstrichen, alles das Gleiche. Unsere Treiber sehen interessanterweise auch in den verschiedenen Bauserien immer gleich aus von außen, wodurch wir natürlich mal gefragt werden, baut ihr überall die gleichen Teile ein? dem ist nicht so. Also jede Serie hat ihre eigene Treiberserie, ihre eigene Technologie. Das kann man dann auch mal sehen, wenn man ganz genau hinguckt und vergleicht, dann sieht man auch andere Rundungen und dergleichen. Aber auch hier ist wieder das Thema Papiermembran, Holzfaser verstärkt, möglichst leicht. Und auch hier, wie bei allen DALI-Lautsprechern, kann ich eben sehen, dass das Ganze möglichst wenig Reibungsverluste hat. Einfach mal anhand des Sickentests. Machen wir demnächst den Sickentest. Wenn ich den Lautsprecher umdrehe, habe ich gehört,
hat man mir gesagt von den Jungs hier, Dennis und Christian, da gibt es auch noch eine Besonderheit auf der Rückseite. Machen wir das doch mal eben schnell. Hier unten, ne? Ja, gut, wir haben ein stabiles kleines Detail. Wir haben für uns unser eigenes Terminal entwickelt, dementsprechend stabil das Ganze. Kollege sagte, es ist wunderbar und positiv, ihr habt isolierte Brücken. Jawohl, die sind standardmäßig dabei. Ein wichtiges Thema bei uns ist, unsere DALI-Lautsprecher werden von einer Person gefertigt und jeder DALI-Lautsprecher wird getestet. Also es gibt nicht irgendwie, es wird was zusammengeschraubt, ins Lager gestellt und dann gibt es einen Stichprobentest, sondern jeder Lautsprecher wird getestet. Und das kann man dann hieran sehen, hier gibt es ein kleines Label und da gibt es ein Kürzel bei. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Dame KN hat als Kürzel, aber diese Dame hat mit ihrem Kürzel signiert und steht dafür gerade, dass dieser Lautsprecher einwandfrei bei uns rausgegangen ist. Und die macht dann auch das Set oder die macht dann diese ganze Serie dann entsprechend? Diesen Lautsprecher oder dieses Paar gemacht. Lautsprecher werden immer bei uns paarweise gefertigt. Ja. Sie hat das alles zusammengestellt, hat es alles selber verpackt und bis er bei euch angekommen ist, hat ihn niemand anders angefasst. Und die hat einen guten Job gemacht. Ja, das wollen wir hoffen. Unser Heimkino hat neben der großen Leinwand, dem 4K-Beamer und den DALI-Lautsprechern vorne auch natürlich DALI-Lautsprecher hinten. Und die haben wir an der Wand befestigt. Einen da, einen dort drüben und auch aus der Icon-Serie. Exakt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die leicht abgeschrägt sind. Genau. Ziemlich pfiffig, aber sehr effizient, ne? Richtig. Also das sind die Icon On-Wall-Lautsprecher, On-Wall auf die Wand. Leicht eingeschrägt, je nachdem, wie das Ganze eingesetzt wird. Ob waagerecht, so wie hier, oder eben hochkant das Ganze, kann ich das so ein bisschen auf den Hörplatz ausrichten. Weil wir natürlich auch davon ausgehen, dass der rückwärtige Abstand zum Hörplatz geringer ist als der Frontabstand. Und welche Ausführungen gibt es denn von den Farben her? Dann natürlich auch ein Weiß, denke ich mal, oder? Genau. Da haben wir die Standardausführungen dabei. Hier haben wir die Geschichte, ja, so ein Esche-Schwarz. Wir haben das Ganze in Walnuss-Hell, aber eben auch in Weiß-Hochglanz. Also jeder, der Interesse hat, mal vorbeizukommen. Samstags haben wir ja sowieso von 10 bis 16 Uhr auf. Wir haben hier einen tollen neuen Pioneer-Verstärker installiert als Zuspieler. Der neue Oppo ist hier. Da ist schon richtig Musik in der Luft. Ich weiß, dass die gestern Abend hier nicht mehr raus wollten. Das ging ziemlich lang hier. Unter anderem wegen den neuen Lautsprechern. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ins Nachbarstudio, weil dort haben wir auch noch mal eine Anlage aufgebaut. Und da wollen wir mal schauen, was da so die Besonderheiten sind. Super. In unserem schwarzen Studio, da haben wir die Sensor. So ist richtig, ne? Exakt. Da denkst du ja eigentlich immer die ganzen Namen aus. Das sind ja eigentlich Künstlernamen, sag ich mal, ne? Das sind spezielle Namen, die in einem langen Findungsprozess bei uns generiert werden, ja. Gut, okay, also die waren sehr kreativ, die Sensor. Die waren aber nicht nur kreativ in der Ausführung, sondern die waren auch kreativ in der Preisfindung, wie ich finde. Das ist ja der absolute Knaller, ne? Ja, die Sensor-Serie ist unsere Einstiegsserie und es ist vielleicht der ein oder andere sagt auch Einstiegsdroge in die DALI-Welt. Da ist was Wahres dran, weil hier haben wir tatsächlich einen sehr günstigen Lautsprecher, aber der kann was. Und ich meine, wir stehen hier vor der Sensor 5. Wenn wir uns überlegen, dass die im Paar bei 600 Euro liegen, dann ist das auch was für den schmaleren Geldbeutel. Und als Set komplett mit einem ordentlichen Subwoofer liegen wir so um die 650 Euro, wie wir sagen lassen. Genau, schwarze genau. Esche, Bestellnummer, sind noch ein paar Exemplare verfügbar. Ja, das heißt also, diese Lautsprecher haben wir hier in unserem großen Studio in dem Schwarzen aufgebaut, damit man auch hier nochmal einen Vergleich hat. Zum einen mal neben dem großen Bruder natürlich, aber auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wirklich kein Problem, eigene Lautsprecher mitnehmen, anschließen, probieren, wie der Unterschied ist. Ihr werdet ziemlich erstaunt sein, was da plötzlich aus der bereits bekannten Musik, die man vielleicht auch noch mitgebracht hat, ansonsten ein oder andere CD haben wir natürlich auch, hier rauszuhören ist. Also wenn ich jetzt genau sehe, die Farbe kommt mir ja bekannt vor, das ist schon alles ziemlich ähnlich wie mit den ganz großen. Genau. Und dann haben wir auch hier wieder den besonderen Hochtöner. Mhm. Vom Material her, in welchen Farben gibt es das Ganze? Das gibt es in Esche-Schwarz, Walnuss-Hell oder eben auch Weiß. Oder eben auch Weiß. Schön. Haben wir was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Sensor-Serie gibt es noch eine größere, die Sensor 7, ein größerer Standlautsprecher. Mhm. Oder eben auch eine kleine Kompaktbox, die Sensor 1. Wobei beim Subwoofer, da würde ich euch noch mal was fragen. Also Subwoofer ist ja auch eigentlich immer ein viereckiger Würfel, aber auch da gibt es natürlich zum Thema Bass und Basswiedergabe einiges an Unterscheidungen. Mhm. Wie weit haben wir hier bei DALI vielleicht die eine oder andere Besonderheit? Also für uns ist beim Subwoofer spielt das Timing eine extreme Rolle. Was muss ich damit nochmal unterstehen? Also Timing heißt jetzt, dass es synchron läuft und dass es also keine Verzögerung gibt bei der Wiedergabe, also dass der Bass auch wirklich genau in dem Moment zu hören ist, wie er da sein sollte. Dass er genau dann kommt, wo er da sein sollte. Mhm. Plus das Thema Timing heißt für uns auch Bassreflexrohr-Timing. Das heißt, wir gucken auch, wie die Luft dort ausströmt, wie das Ganze passiert. Wir haben hier das Ganze mit einem
mit einem 12-Zoll-Woofer getarnt sozusagen. Also das Ding kann richtig was und ist auch sehr, sehr positiv, überraschenderweise für den einen oder anderen Journalisten da draußen, sehr, sehr positiv getestet worden. Man hat uns bis dato nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir tatsächlich gute Subwoofer bauen. Ist aber so. Und das ist jetzt auch eine Serie, die wie lange es schon im Markt gibt? Die gibt es jetzt seit einem guten Jahr im Markt. Also generell, die ganzen Lautsprecher, die wir zeigen, sind ja alle ziemlich aktuell. Ne? Die sind frisch, die sind frisch und aktuell, jawohl. Herr Gemann, bei der ganzen Diskussion zum Thema Lautsprecher, ne? Das meldet mir eigentlich immer auf, wir werden auch darauf angesprochen, so, die kommen dann die Leute mit Prospekten und sagen, hier, das Ding hat doch einen Frequenzgang von das bis das und dies und jenes und ist ja mit diesem Zertifikat vom Gefühl her, würde ich ganz ehrlich sagen, man muss es da eigentlich nur hören, oder? Ja. Ums Hören kommt der Kunde, kommt keiner drumherum. Deswegen alle technischen Informationen im Vorfeld sind vielleicht dafür da, dass man mal etwas überprüft hat oder etwas vergleichen möchte. Aber das Thema Hören ist das Wichtigste. Das ist bei uns in der Entwicklung das Wichtigste und das sollte natürlich auch für den Endkunden das Wichtigste sein. Denn worum geht's? Es geht darum, dass man ein musikalisches Erlebnis hat oder eben wie bei euch im Heimkino, dass es dementsprechend richtige Effekte gibt. Das eine oder andere schließt sich aber nicht aus, ne? Nein, überhaupt nicht. Und das haben wir ja gerade gemerkt, die Lautsprecher sowohl für Stereobetrieb, für 5.1, 7.1, 9.1 ist das volle Programm, volle Bandbreite, genau. Damit kann man sie einsetzen. Und fürs Auge ist auch noch was dabei. Ja. Wie ist es mit der Garantie? Wir haben auf alle passiven Lautsprecher 5 Jahre, wir haben auf die aktiven, sprich unsere Subwoofer 2 Jahre. Das ist das Normale und damit fahren wir sehr gut. Wir haben keine Garantiefälle, das ist das Schöne. Das habe ich auch schon gehört, das soll wohl ziemlich... Also vernachlässigbar sein, wie man so schön sagt. Das ist sehr angenehm. Wunderbar, gut. Ja, und verfügbar sind die guten Stücke auch. Wir haben die nämlich auf Lager oder sind kurzfristig auf Lager in den verschiedensten Formen, weil ihr produziert nicht erst, wenn die Bestellung reinkommt, sondern es wird wirklich auf Lager produziert. Dadurch genau. Extrem schnell in der Verfügbarkeit. Exakt so ist es. Dann würde ich das Ganze gerne abschließen. Ich sage vielen Dank. War eine super Geschichte. Und fand das sehr toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mal uns aus erster Hand mal zu erzählen, was denn so die Philosophie von DALI ist und was die Besonderheiten sind. Und ich kann nur sagen, Leute, kommt vorbei. Wir werden ja auch am 30.11. und am 1. Dezember 2012 werden wir eine Hausmesse machen, wobei bis dahin ist noch eine Menge. Kommt vorher vorbei. Wir sind ja in der Woche da von 10 bis 19 Uhr und am Samstag immer von 10 bis 16 Uhr samstags ohne Termine und in der Woche, wenn es geht, Termin, weil wir haben wieder festgestellt, sowas macht man nicht zwischen Tür und Angel, auch wenn 10 Leute dabei sind, sondern man möchte sowas auch mal alleine hören und das haben wir ja hier in unseren Räumlichkeiten ohne Probleme, ist das ja möglich, können wir ja durchführen. Vielen Dank. Super, danke.